Im Netz werden sie gefeiert wie kaum ein anderes Haushaltsgerät. Heißluftfritteusen, englisch Airfryer. Vom Frühstück bis zum Abendessen lässt sich darin angeblich alles mühelos zubereiten. Göttlich, wirklich göttlich. I got the best salmon recipe for you. Bugünümü sizle Airfryer'da denemeler yapmaya ayırdım. Willkommen zu meiner Reihe von Gerichten, die man im Airfryer machen kann. Was steckt hinter diesem Hype? In unserer Stichprobe der Airfryer Essential von Marktführer Philips für 175 Euro und ein günstigeres Modell von Medion für 80 Euro. Ganze 95 Euro Preisunterschied. Kann die günstige Konkurrenz mit dem Markenprodukt mithalten? Sie machen für uns den Praxischeck, die beiden Hobbyköche Simone Vogel und Sven Köhle aus Berlin-Wilmersdorf. Mich interessiert vor allen Dingen der gesundheitliche Aspekt, da wenig Öl genutzt wird. Und natürlich ganz klassisch, wenig Abwasch, schnell fertig machen alles. Das ist die Erwartung einer Heißluftfritteuse bei mir. Unsere Kriterien: Ausstattung, Handhabung und natürlich der Geschmack. Pommes, Gemüse, Fleisch und Muffins sollen die Geräte für uns zubereiten. Simone testet das Markenprodukt, Sven die Konkurrenz vom Discounter. Ich habe hier noch Schlitze. Noch diese Schlitze hier. Vielleicht zur besseren Zirkulation. Ansonsten muss ich sagen, identisch. Deine Bedienungsanleitung finde ich weitaus besser bebildert, beschrieben, übersichtlicher. Und man weiß schneller, wie die Heißluftfritteuse zu handhaben ist. In puncto Ausstattung und Handhabung überzeugen schon mal beide Geräte. Auch ein gemeinsamer Pluspunkt, sie lassen sich einfach reinigen. Die Garkörbe dürfen sogar in die Spülmaschine. Los geht's mit unserem Praxischeck. Gericht Nummer 1, das Ofengemüse. Ein Esslöffel Öl soll reichen. Ich bin ein Riesenfan von Ofengemüse. Also im Ofen dauert das bei uns ungefähr 35 bis 40 Minuten. Beide Geräte haben ein Gemüseprogramm. Bei Philips heißt das 18 Minuten bei 180 Grad, beim Discounter-Produkt 17 Minuten bei 170 Grad. Allerdings, was mir sofort auffällt, dieses Gerät ist sehr, sehr laut, währenddessen mein Gerät, da höre ich gar nichts. Während das Essen fertig gart, kommt unsere Expertin Henriette Wulff, bekannt als Fernsehköchin, Kochbuchautorin und Ernährungsexpertin. Sie wird unseren Test begleiten. Was meint sie zu Heißluftfritteusen? Wir sparen natürlich Unmengen an Fett in der Heißluftfritteuse im Vergleich zu einer herkömmlichen Fritteuse. Und ich bin jetzt richtig gespannt, wie das Essen aus der Heißluftfritteuse schmeckt. Das Ofengemüse war nur halb so lange in der Heißluftfritteuse wie sonst im Backofen. Doch trotzdem... Das sieht nicht gut aus. Deins sieht ein bisschen verbrannt aus. Also deins sieht gut aus. Aus deiner Heißluftfritteuse. Das finde ich auch allerdings. Mal schauen, ob der Geschmack genauso dürftig ist wie die Optik. Unsere Tester wissen nicht, welches Gemüse aus welchem Gerät kommt. Wir bitten zu Tisch. Auf dem gelben Teller ist es deutlich eingeschrumpft, das Gemüse. An einigen Stellen auch schon schwarz geworden, leider. Und hier auf der Seite hat es noch schön seine Form behalten, auch schön die Farbe behalten, finde ich schön. Allerdings sehe ich an einigen Stellen, könnte es auch ein bisschen mehr Bräunung haben oder Röstaromen. Hier bei der Zucchini, die ist noch recht blass. Der Champignon vom gelben Teller schmeckt besser. Der hat mehr Röstaromen, der hat mehr, ja, einfach mehr Aroma, der macht mehr Spaß. Ähnlich muss ich sagen bei den Zucchinis, die sehen zwar optisch ein bisschen schöner aus, aber mir fehlt da Geschmack. Das Einzige, was gut dran ist, die haben halt noch einen schönen Biss. Also ich würde ganz klar sagen, vom Aroma her definitiv der gelbe Teller, auch wenn er jetzt optisch jetzt nicht so optimal ist. In puncto Geschmack überzeugt das Markenprodukt, trotz einiger verbrannter Stellen. Jetzt zum fritteusen Klassiker, den Pommes. In beiden Geräten sollen sie in 16 Minuten kross sein. Doch wie arbeitet so ein Teil überhaupt? Eine Heißluftfritteuse funktioniert wie ein kleiner Umluftbackofen. Die Lebensmittel baden in Heißluft und werden mit ordentlich Hitze durchgeföhnt, bis sie gar sind. Sie sind also gar keine Fritteusen, sondern eher kleine Mini-Backöfen. Der Vorteil? Eine Heißluftfritteuse, die braucht viel weniger Energie, um sich aufzuheizen bzw. vorzuheizen als normaler Backofen. Bis zu 10-mal weniger Energie und das ist ja schon einiges. Aber schmecken die Pommes dann auch? Also wenn ich abbeiße, so knuspern tut es ein bisschen, wie es eine Pommes so macht. Also einen leichten Crunch hat es. Ich finde es soweit in Ordnung.
Wenn ich die jetzt mischen würde, man würde nicht sagen können, okay, das ist die, das ist die, das geht gar nicht. Ja, die nehmen sich nicht wirklich was. Also knuspriger könnten sie beide sein. Sie sind solide, aber sie hauen mich jetzt auch nicht vom Hocker, muss ich sagen. Bei den Pommes sind die beiden Geräte gleich auf. Gericht Nummer 3, ein Steak, die Königsklasse. Ja, Steak aus dem Airfryer. Wenn das wirklich funktionieren würde, wäre das natürlich großartig, denn das ganze Fett, das ganze Gespritze, das bleibt nachher aus. Also ich bin wirklich gespannt, ich zweifle das ein wenig an. Im Internet gibt es etliche Rezepte für das perfekte Steak aus dem Airfryer. Wir gehen auf Nummer sicher und probieren das Rezept direkt vom Hersteller Philips. Das Steak einfetten, 8 Minuten bei 180 Grad anbraten, dann wenden und weiter 8 Minuten bei 90 Grad. Das Steak, das wird jetzt von heißer Luft umwirbelt sozusagen und dadurch gart es und soll im Idealfall eine schöne Kruste bekommen und richtig schön lecker und saftig schmecken. Ob das jetzt funktioniert, das werden wir jetzt ja gleich sehen. Die Bräunung ist zwar leicht vorhanden, aber absolut nicht ausreichend, finde ich, für ein Steak, um da richtig schön Röstaromen zu bekommen. Innen ist es viel zu doll durch. Das zweite hier. Es ist noch saftig, ist allerdings jetzt auch nicht wirklich auf den Garpunkt, den wir eigentlich haben wollten. Der sollte ja Medium sein. Schmeckt gleich tot. Oh, das geht gar nicht. Ich kau noch. Der blaue Teller, das ist die reine Schuhsohle. Man kaut sehr lange. Es schmeckt komischerweise mehr durch, als es aussieht. Und das finde ich jetzt eigentlich recht faszinierend. Es hat auch noch eine gewisse Saftigkeit da. Aber es ist auch nicht so, wie ich mir jetzt ein schönes Steak vorstelle, weil eben die Röstaromen fehlen und weil es ein ganz komischer Garpunkt irgendwie ist, den ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Bei unserem Test fällt das Steak aus beiden Heißluftfritteusen durch. Doch vielleicht klappt's ja mit dem Backen. Auch das sollen die Geräte angeblich mühelos können. Das testen wir jetzt mit Muffins. Der Teig ist schnell zusammengerührt, ab in die Förmchen damit und bei 180 Grad 10 Minuten backen. Und? Oh, sieht gut aus. Cool. Sind oben auch ein bisschen knusprig, sind hochgekommen. Also ich habe jetzt schon Lust, einen zu essen. Toll. Schmecken absolut gleich. Sind richtig schön schokoladig, fluffig. Insgesamt muss ich sagen, bin sehr erstaunt über das Ergebnis und die schmecken gut. Was ich auch schön finde, ist die Kruste oben drauf. Mhm. Ja, stimmt, hast du recht. Schmeckt richtig gut, ne? Auch hier sind die Ergebnisse beider Geräte gleich. In dem Fall gleich gut. Wir fassen zusammen, in puncto Ausstattung, Handhabung und Geschmack gibt es keine wirklichen Unterschiede zwischen dem teuren und dem günstigen Gerät. Ob Discounter, ob Markenfirma, da macht es wirklich gar keinen Unterschied. Das ist eine Prestigesache, was man gerade möchte. Und wie viel Geld man ausgeben möchte. Fazit: Mit echtem Frittieren haben die Airfryer zwar nichts zu tun, aber sie sind eine Alternative zum Backofen und verbrauchen weniger Energie.